Hallo und herzlich willkommen zu dem Projekt Alitastisch. Ich bin Givi und das ist meine Kriegerin und wir werden ein wenig die Allianz unsicher machen. Das hat auch einen bestimmten Grund, den erläutere ich, sobald wir die Quests hier beginnen. Schlagt sie zurück, wir sollen 6 Kampfwalks des Schwarzfelds töten. Das ist, denke ich, mit den Levelgearen leichtes für uns. Und ja, ich hatte tatsächlich ein wenig Sehnsucht nach der Allianz, denn das, was viele Leute eigentlich nicht wissen, ist, dass ich, oder beziehungsweise die ersten 2 Wochen zum Start von WoW Allianzlerin war. Eine Nachtelf-Druidin. Und ich bin damals eigentlich zu Horde gekommen, weil meine guten Freunde damals lieber Horde spielen wollten. Und natürlich macht das Spiel doppelt und dreifach Spaß, wenn man einen Zusammenhalt unter Freunden hat und Leute, mit denen man zusammen spielen kann. Hier sind ja auch Orks anwesend. Und ich finde aber das Startgebiet der Menschen so schön und ich finde eigentlich auch die Allianz recht schön, dass ich dachte, wir legen mal los und leveln uns einen Krieger voran. Oh komm, die nehme ich jetzt einfach mal mit. Die gehen ja so schnell und wir leveln auch dann dadurch ein bisschen schneller. Ja, mir ist aufgefallen, dass die Allianz einfach nach und nach abnimmt. Dass Server, die damals noch recht gleichmäßige Verteilungen hatten, was Allianz und Horde betraf, langsam eine eindeutige Tendenz haben. Wir sehen es schon zum Beispiel bei Blizzard, wo sie die Chopper vorgestellt haben, wie viele Hordler es eigentlich gibt und wie viele die Horde bevorzugen und wie wenig Allianzler es langsam immer mehr gibt. Wenn man jetzt zum Beispiel auf Destromat online geht, dann bemerkt man ganz schnell, im Allgemeinchat sind gerade mal mit mir 4 Leute anwesend und das war's. Also das ist schon echt notwendig, dass man die Server zusammenlegt. Einfach darum, weil ansonsten weiß ich nicht, ansonsten läuft man bald durch die Welt herum und man sieht einfach nur Leute, die zwar alle nett gesinnt sind, die freundlich einem gesinnt sind, aber die man nicht attackieren kann und Open PvP ist so unmöglich. Und ja, wie gesagt, ich finde, wir können ja schon abgeben, ach komm, wir nehmen mal mit. Ich finde, die Allianz ist eigentlich eine ziemlich coole Fraktion. Und es gibt auch viele Gebiete, die mir sehr gut gefallen. Und wie gesagt, ich hatte einfach Sehnsucht. Bitteschön. Und dachte, wir fangen einfach gemeinsam mal einen Allianzler an. Einfach, um auch das ein bisschen auszugleichen, denn so, das legen wir dahin. Denn ihr wisst ja, dass Björn und ich ansonsten noch ein Projekt haben, ein Together-Projekt von WoW. Das wird auch demnächst wieder fortgesetzt durch die Gamescom und durch das Gewinnspiel etc. und einfach die vielen Dinge, die wir noch vorhaben zu zeigen, ist einfach WoW so ein bisschen, ja, an zweiter Stelle gekommen. Da kam die WoD-Beta, dann hat man da eben noch mal ein bisschen was gemacht. Dann habe ich mit Anitron Spoonie da aufgenommen. Und jetzt dachte ich, ich möchte einmal wieder was für mich machen. Ihr kennt das vielleicht, dass man einfach mal einen Tapetenwechsel benötigt. Einfach mal sich selbst vorm PC setzt, ganz unbefangen, ohne irgendwie mit Leuten einen Zeitpunkt abzumachen, das Spiel zu starten und loszulegen. Und das habe ich ehrlich gesagt in letzter Zeit sehr vermisst. Ich habe zwar jetzt Valiant Hearts angefangen, oder vielleicht, wenn dieses Video rauskommt, ist Valiant Hearts auch schon abgedreht, das weiß ich noch nicht ganz. Aber ich finde es einfach ganz schön, mal für sich zu sein. Am Abend, wir haben es jetzt, ihr seht es da auf der Uhr, 22.15 Uhr, einfach mal abends sich ranzusetzen und ganz für sich zu sein und zu spielen. Einfach nur der Entspannung wegen. Komm, den töten wir auch. Und das Leveln geht ja mittlerweile so schnell. Naja, jedenfalls, das ist zumindest der Grund, warum ich Alitastisch gegründet habe. Einfach, weil ich finde, es ist auch mal wieder ganz schön, die anderen Seiten zu sehen. Und ich habe jetzt so viele Charaktere auf der Horde, darunter 5 auf 90 und 2 Allianzler auf 90, ein Druiden und ein Zwergenpaladin. Ja, richtig, ein Zwergenpaladin. Ich finde die einfach, ich weiß nicht, viele haben eine Abneigung gegen Zwerge. Ich finde die aber ehrlich gesagt gar nicht mal so schlecht. Also ich finde, wenn die so den Kopf verdecken und so eine platte Rüstung anhaben, gefällt mir jetzt ziemlich gut. Und mit WoD werden sie ja sowieso nochmal alle ein bisschen aufgepimpt. Aber ein Mensch deshalb eben, weil ich
diesen, ach komm, wie heißt er da nochmal, Nordhain, weil ich diesen Wald hier so schön finde. Wald von Elvin hieß er, glaube ich. Seht ihr mal, ich muss langsam erst wieder reinkommen. Ja, und ich hoffe, ihr guckt mir ein bisschen zu. Ich werde sicherlich einige Male auch mal ein paar Themen nehmen und ein bisschen darüber reden. Ich habe eigentlich immer recht viel zu erzählen. Und, einer fehlt noch. Wir sind keine Maze Goblins. Ach komm, ich töte dich trotzdem. Dann haben wir überlegt, damals standen hier gar keine Orks und Goblins und jetzt sind sie hier. Also es geht gleich schon schön los mit dem Beef, dass man hier die Hordler ein wenig in die Schranken weisen muss. Meine Güte, wenn das so weitergeht, dann habe ich gleich schon Level 4 geschafft. Ja, was machen wir in Alitastisch? Werde ich die ganze Zeit allein aufnehmen? Das weiß ich noch nicht. Gott, hier leveln auch so viele. Guckt euch das mal an. Okay, den haben sie nicht gesehen. Die müssen noch die Hühnchen machen. Die Wölfe. Gut, dann gehen wir mal ab. Das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Ich kenne nun mal hauptsächlich Spieler, die auf Hordenseite spielen. Aber eventuell werde ich den einen oder anderen vielleicht einfach mal, wenn sich das vom Level her anbietet, mitnehmen in Alitastisch und ein bisschen gemeinsam leveln. Aber es ist eigentlich hauptsächlich geplant, dass wir hier raus ein kleines Solo-Projekt machen. Okay, jetzt muss ich hier eine Quest gucken. Wo finde ich den? Ich glaube, der ist da oben drin. Ja, ich muss nochmal zurücklaufen. Leichte Orientierungsschwierigkeiten. Ja, und warum ich Krieger spiele, lacht mich nicht aus. Bitte. Ich finde die Rüstung, die Level-Rüstung einfach so geil. Die Molten-Core-Krieger-Rüstung. Ich weiß, ich sollte mich jetzt echt schämen, aber andere Gründe habe ich nicht wirklich. Außer, dass ich mich nach der Level-Rüstung irgendwie entschieden habe. Oh Gott, das ist schon wirklich ein bisschen traurig, aber... Nee, Krieger ist natürlich echt cool. Macht mir super viel Spaß, damit zu tanken. Ich habe natürlich einen Trollkrieger schon auf 85 mal gelevelt. Und ja, den könnte ich eigentlich auch nochmal irgendwann weiterspielen. Aber der ist halt nur mal Horde. Und ich habe auch schon ein paar Charaktere durchgegangen, die bei mir auf 85 rumliegen. Und mit denen ich schon Ewigkeiten nichts mehr gemacht habe. Aber... Mit denen habe ich die ersten Quests in MOP alle schon erledigt. Und ich weiß auch nicht, ich wollte einfach mal einen Neustart machen. Ich wollte nicht irgendwas Angefangenes spielen, dadurch, dass ich halt noch das Together, das Don't Feed the Trolls Projekt habe mit dem Björn. Und wir da ja Druide und Krieger zusammen spielen, wollte ich eigentlich, weiß ich nicht, nicht abrupt einfach so auf 85, bam, 90, tschüss und so, sondern einfach nur mal für mich ein bisschen leveln. Wann ich die Folgen, oder wie oft ich die Folgen bringen werde, da werde ich mir noch ein paar Gedanken dazu machen. Ich werde eventuell 2-3 Mal die Woche eine Folge bringen, wenn alles so läuft, wie ich mir das vorstelle. Und dann mal schauen, was noch kommt. Also ich bin schon echt gespannt. Ich freue mich schon auf die ersten Instanzen, die wir machen werden. Ich werde da jetzt nicht so viel Lore zu erzählen, das sage ich jetzt schon mal. Ich bin einfach nicht der Typ dafür, der sich wirklich haarklein die Lore merkt. Wenn es darum geht, Instanzen und deren Herkünfte eben ein bisschen zu recherchieren und zu gucken wie in WoD, dann macht mir das schon Spaß. Aber auch die Quests werde ich jetzt erstmal einfach so durchklicken. Man kennt ja, glaube ich... Okay, da hat wohl in der Nähe jemand gerade etwas erledigt, was ich machen sollte. Oh! Ich heile hier als Krieger. Ein Highlight. Na komm, ich will chargen. Okay. Die Goblins müssen dran glauben. Nee, aber wie gesagt, mit der Lore bin ich jetzt nicht so fit. Und die Quests, ich bin ganz ehrlich, ihr seht ja, was wir hier machen müssen. Wir sollen jetzt eben diese Goblins aus unserem schönen Nordhain entfernen. Die haben hier nämlich nichts zu suchen. Das ist nämlich unser Land. Und eben die Wachen hier heilen, die gegen die gekämpft haben. Eigentlich ganz simpel. Wir werden halt so ein bisschen ausgebildet hier. Das GV-Krieger-Bootcamp. Komm, ich will chargen. Oh, der Cooldown nervt so ein bisschen. Ja, Aleria habe ich mir auch ausgesucht, weil die Rate der Allianz hier recht hoch ist. Aber die Hordenseite jetzt auch recht aktiv im PvE ist.
Ich bin da WoW Progress unter anderem einmal durchgegangen. Das war schön gemixt zwischen Horde und Allianz. Und ja, hier tut sich auf jeden Fall noch was, auch um die Uhrzeit. Es fangen viele Leute einen neuen Charakter an. Man ist nicht ganz alleine hier im Anfangsgebiet. Ich finde das einfach sehr wichtig, dass man sieht, dass noch was geht auf dem Server. Und selbst wenn ich irgendwann feststelle, Aleria ist nichts für mich, man kann ja notfalls den Charakter noch transferieren, was ich aber jetzt nur ein bisschen für unnütz halte. Denn Leveln in WoW geht eigentlich ziemlich schnell. So. Wir sind schon fertig. Ich weiß, ich weiß. Ich finde aber das Chargen und das Töten mit dem Krieger so cool. Ich finde, der Mensch hat so richtig coole Animationen. So, bam! Ja, das finde ich ganz toll. So, Bruder Paxton. Haben wir eigentlich noch Sachen gekriegt, die wir anziehen können? Oh ja, ein Gürtel. Hier, Jeevee, kannst du den Gürtel anziehen und die Brust, die brauchen wir nicht. So, dann geht's hier weiter. Hier kriegen wir neue Schuhe. So, zieh die mal an. Die passen aber farblich gar nicht zu den armen Handschuhen, die du da gekriegt hast. Sieht noch nicht so spektakulär aus. So. Dann sollen wir uns mal bei Marshall McBride melden. In der Abtei von Nordhain. Judentag, ich sollte mich bei Ihnen melden. Was kann ich für euch tun? Gefahr gebannt, ja. Meine Belohnung sind 7 Kupfer. Bringt 8 Waffen der Orks des Schwarzfels-Clans an euch. Okay. Mann, ganz schön viele Orks hier. Hallo. Was spielen denn die anderen so? Was haben wir denn da? Da haben wir einen Magier und da haben wir einen Hunter. Schön gemixt. Ich habe noch keinen Krieger hier gesehen bislang. Ich denke auch, dass ich... Oh Gott, was habe ich denn da... Was habe ich denn da auf dem Rücken? Feuerlöscher. Ach so, ich muss die Wälder löschen. Es ist schon so lange her, dass ich hier gelevelt habe. Damals, da gab es hier auf der anderen Seite noch ein Feld. Das war aber noch heile. Man sollte einfach nur die Wachen drumherum töten. Jetzt ist das hier alles abgefackelt. Das ist ja abgefahren. Okay. So. Ihr habt hier nichts zu suchen. Erstmal weg mit euch. Und ich soll von den Waffen aufsammeln. Oh, das ist ein Monk. Ein Monk? Ach ja. Stimmt ja, nur Pandaren haben hier ihr Anfangsgebiet. Ich habe manchmal immer so im Kopf, dass die Monks alle in diesem Pandarengebiet anfangen, aber dem ist ja nicht so. Hätte ich aber auch ganz cool gefunden, wenn es so wäre. Warum sollte der Monk denn hier anfangen zu leveln, wenn in Pandaria seine ganzen Meister auch stehen? Die könnten ja die anderen Rassen genauso ausbilden und dazu würden die dann gleich einen Draht zu Horde und Allianz knüpfen können. Naja. Aber Blizzard hat sich bestimmt irgendwas dabei gedacht. So, jetzt sollten wir aber das Feuer nicht vergessen. Ich renne schon wieder Brain AFK überall dran vorbei. Na, oh, ist das cool. Zählt das? Komm. Komm. Bitte. Nee, irgendwie nicht. Dann müssen wir wohl direkt hier aufs Feld rauf. Probieren wir hier einfach nochmal. Oh, ich darf dabei nicht laufen, aber hat geklappt. Ach, ich sehe auch gerade, ich habe Siegesrausch gekriegt. Wo packe ich das denn hin? Mal kurz binden. Wo habe ich denn noch was frei? Nehmen wir doch mal das da oben. So. Wobei, da oben ist auch blöd. Dann müsste ich nämlich die Leiste die ganze Zeit eingeblendet haben. Dann nehmen wir doch. Nehmen wir doch. Nehmen wir doch Tee. So. Okay, da ist auch noch ein Feuer. Ja, ansonsten könnt ihr natürlich auch gerne mal schreiben, wie seht ihr das denn so? Beziehungsweise welche Fraktion spielt ihr? Spielt ihr Horde oder Allianz? Wie seht ihr das? Vermisst ihr das so ein bisschen, wenn ihr von den Servern betroffen seid, die eben nur einseitig gestaltet sind? Oder ist euch das egal? Kann natürlich auch sein. Vielleicht ist euch das einfach egal.
Oder auch, dass die Server jetzt vor kurzem wieder mal zusammengelegt worden sind, unter anderem Gorgonash. Oder wird mir gerade gute Nacht gewünscht? Gute Nacht, Tesun. Ja, der Tesun, der guckt immer bei Aminitras, Boonies und meinen Livestreams mit. Finde ich nett, dass der gute Nacht sagt. Deswegen finde ich, sollte man das einfach mal hier erwähnen. So. Okay. Die räume ich auch noch aus dem Weg. Ich muss ja irgendwie an das Feuer kommen. So. Das klingt ja, als würde ich dagegen strullern. So, hier auch noch. Oh Gott, ich habe voll viele Feuer ausgelassen. Ich bin ja im Leben noch nicht fertig. Das ist auch weg. Legt mal mehr Feuer, bitte. Ich muss hier noch einiges löschen. Ja, danke schön. Sehr schön. So. So. Na komm, ein Feuer noch. Dann nehmen wir das hier. Okay. Dann noch die Quests abgeben. Und dann sind wir auch schon fast wieder am Folgenende. Und seht ihr mal, in einer Folge habe ich gleich, ich denke mal, gleich Level 6 gemacht. So schnell geht das mit Level Gear. Ein bisschen chargen. Will ein bisschen schneller vorankommen. Okay, gleich sind wir da. Yep. Hallo, Millie. Millie gibt mir... Oh, wunderbar, sie gibt mir eine Tasche. Dadurch, dass ich hier keinen Main-Charakter nichts habe, ist eine Tasche natürlich Nonplusultra hier. Grüße. So, hier darf ich mir theoretisch noch eine Waffe aussuchen, aber ich habe ja alles, was ich brauche. Und da sind wir Level 6. Jetzt soll ich Kurtok töten. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann, ja, bei der nächsten Folge. Ich wiederhole mich. Tschüss.